Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 21. Juli 2024 besprechen und wir holen eben was von gestern nach. Und zwar hatten wir gestern im Video besprochen, dass die Russen mit mehreren Iskander-K und M-Raketen auf das ukrainische Territorium angegriffen haben. Es war bekannt, dass eine Explosion in Mirgorod stattgefunden hat, jedoch war nicht bekannt, was, wie oder warum angegriffen wurde. Jetzt haben wir weitere Informationen und hier waren vor allem die kritische Infrastruktur der Ukraine wieder mal das Ziel, unter anderem die Anlagen bezüglich der Energieversorgung sowie die gesamte kritische Infrastruktur. Die genauen Ziele können jetzt nicht genannt werden, jedoch haben die Ukrainer genau davon berichtet. Also werden es allem Anschein nach Umspannwerke sowie Kraftwerke gewesen sein, welche betroffen waren am gestrigen Tag. Dann haben die Russen auch in den letzten 24 Stunden in Baryn-Gorje einen Zug mit Equipment angegriffen. Unter anderem hat sich auf diesem Zug Max Prost befunden, BTRs, BMPs und einige Fahrzeuge konnten von diesem Zug zerstört werden. Viele haben sich gefragt, warum greifen die Russen denn die Züge nicht an, wenn sie direkt aus Polen beispielsweise kommen? Ja, ist halt schwer. So eine Rakete gibt es halt noch nicht, die in Überschallgeschwindigkeit einen fahrenden Zug erwischen kann. Das ist einfach nicht so einfach. Sowas wird noch nicht entwickelt. Man braucht einen stehenden Zug, weil es ist einfach zu schwer, diese ganzen Sachen zu berechnen, wo, wann der Zug sein wird. Auch sind da ziemlich viele Parameter, welche man nicht beeinflussen kann. Also es ist einfach aktuell noch unmöglich, so einen fahrenden Zug mit so einer entwickelten Rakete oder Marschflugkörper, was auch immer, zu treffen. Das werden wir in den nächsten Jahrzehnten erstmal nicht sehen. Dann kommen wir in die Richtung Kharkiv und ich möchte mal noch ganz kurz ein Thema aufgreifen. Und zwar habe ich wieder mal vermehrt in den letzten Tagen was bezüglich von Kharkiv gelesen in den deutschen Medien, wo es hieß, dass die Offensive Richtung Kharkiv kläglich gescheitert ist. Und hier möchte ich einmal diese ganze Geschichte nach meinen Vorstellungen in Anführungszeichen hier einmal in den Kontext setzen, nach meinem Wissen und nach meiner Meinung nach auch natürlich. Und hier ging es darum, ja, ist die Offensive Kharkiv denn gescheitert? Wie sehe ich das? Und dass die Russen Kharkiv einnehmen wollten, das ist auf jeden Fall Quatsch. Darüber brauchen wir noch gar nicht reden. Die Russen werden zwei Ziele gehabt haben, in welcher Reihenfolge, das sei mal dahingestellt. Aber zum einen war es die Schaffung einer Pufferzone und zum zweiten war es einfach, die ukrainischen Bodentruppen hier in diesem Gebiet zu binden, damit diese nicht beispielsweise in der Region Donetsk operieren können und damit die Russen weiter und einfacher in Anführungszeichen durchbrechen können. Und das haben die eins. Ein Ziel haben die Russen davon geschafft, und zwar die Bindung der ukrainischen Streitkräfte. Die Ukrainer haben massig Truppen in dieses Gebiet verlegt. Natürlich nicht nur aus militärstrategischen Zwecken, sondern auch aus politischen Gründen wurden aus Cherson, Saporische, sogar aus den aktiven Frontbereichen in Kharkiv, Richtung Kupiansk. Also von überall hat man Soldaten abgezogen und diese Richtung Kharkiv geschickt, damit die Situation dort stabilisiert wird. Die Russen sind ziemlich schnell, ziemlich weit durchgebrochen, weil die Verteidigungsstellungen der Ukrainer nicht da waren. Und dementsprechend wollte man gegenwirken und die Situation stabilisieren, was die Ukrainer auch geschafft haben mit dem Personal, welches sie dort aufgebracht haben, und konnten sogar einige erfolgreiche Gegenangriffe ausführen. Und ja, wie ich bereits erwähnt habe, die Russen haben es geschafft, sehr viel ukrainisches Personal dort zu binden. Die Pufferzone haben sie aber noch nicht geschafft. Das heißt, meines Erachtens nach ist sie zur Hälfte gescheitert. Sie haben die Pufferzone noch nicht geschaffen, jedoch massig Personal gebunden. Das mit der Pufferzone ist, ob das noch machbar sein wird für die Russen aktuell, das ich meine, in Sternen, das werden wir in den nächsten Monaten rausfinden, oder ob das Ziel nicht denn schon erreicht wurde, weil die Russen haben auch ziemlich viele Nachteile davon bekommen, unter anderem, dass die Ukrainer mit den amerikanischen Raketen und Bomben hier auf das russische Territorium bombardieren können in einem bestimmten Radius. Ist natürlich nicht allzu gut für die Russen, aber da muss man auch gucken, wie hoch denn der Schaden diesbezüglich war und ob das jetzt wirklich so viel Schaden gebracht hat oder ob das noch verkraftbar war. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, da fehlt mir auch die Kompetenz dazu tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu der Richtung Kharkiv an sich. In Richtung Luboki und Lipzi haben wir nichts erhalten, aber Richtung Wuchansk, entschuldigt, haben wir einige Informationen erhalten. Und hier geht es unter anderem um die Konzentration und die Neugruppierung von russischen Bodentruppen. Und dies geschieht auf dem russischen Territorium. Die Ukrainer behaupten hier, dass die Russen anfangen, hier massig Truppen zu konzentrieren und neu zu gruppieren für weitere Offensivaktionen in diesem Gebiet. Natürlich können die Russen versuchen, den nördlichen Teil von Wuchansk einzunehmen, eventuell sogar ganz Wuchansk in den nächsten Monaten. Jedoch muss man sich fragen, wie sinnig ist das, dort so viel Personal der Russen dort zu binden, um diese militärischen Ziele zu erreichen, und ob diese dann überhaupt klappen werden, weil dann wäre es natürlich auch für die Russen ziemlich doof, wenn das nicht klappt mit so viel Personal, mit so vielen Verlusten dann auch.
sich das eingestehen zu müssen, auch zu sagen, nee, hat nicht geklappt, wir machen jetzt woanders weiter, das wird nicht klappen. Die Ukraine hat natürlich auch herbe Verluste, sehr viele Verluste, vor allem von der 92. Brigade, welche beispielsweise hier Richtung Kuborki stationiert war, wurde auch schon von der Front geholt, um aufgefüllt zu werden, weil die einfach nicht mehr kampffähig ist. Diese ganzen Erfolge der Ukrainer kommen ja nicht irgendwo her. Die sind natürlich verbunden mit einem ziemlich hohen Personalaufwand, welcher hier geschehen musste, damit die Ukrainer hier die Russen aufhalten konnten. Das nicht heißt, dass die Russen kein Personal verloren haben, einmal an dieser Stelle angemerkt. Aber wir sehen, die Offensivaktionen werden allem Anschein nach in den nächsten Wochen von den Russen intensiviert werden. Und ob die Ukrainer weiter Personal in das Gebiet verlegen werden oder nicht, das werden wir dann auch sehen. Dann kommen wir in die Richtung Kupjans und hier haben wir einige Bombardierungen, vor allem Richtung Sinkivka, wo die Russen laut ukrainischen Informationen am gestrigen Tage hier im Westen 400 Meter durchgebrochen sein sollen. Jedoch haben wir immer noch darüber keine Bestätigung oder irgendwelche Anhaltspunkte, die das hier belegen können. Dann gibt es weitere Bestätigungen dafür, dass die Russen Pischana eingenommen haben. Das geben aktuell die Ukrainer zu, sowie neutrale Quellen haben darüber jetzt schon berichtet gehabt. Unter anderem haben die Offensiven nicht nur einen Militär. Natürlich, einen militärischen Zweck haben sie natürlich, aber hier geht es vor allem bei diesen kleineren Dörfern darum. Beispielsweise haben wir in Makivka haben wir dann diesen Fluss, welcher dort ist, in Andreevka auch. Dort geht es einfach darum, auch natürliche Barrieren zu überwinden und die Russen dann darüber kommen zu lassen. Hier in Makivka sehen wir das. Hier gibt es einen Fluss und das ist natürlich für den Verteidiger aktuell ziemlich gut, weil dort können die Russen nicht einfach durchstürmen. Dort brauchen sie Pontonbrücken. Das werden sie wahrscheinlich im Eifer des Gefechts hier, also im ganzen Stress, bei dem ganzen Artilleriebeschuss nicht schaffen, hier schnell Pontonbrücken einzulegen. Also es ist das einfach eine undurchdringbare Verteidigungsfestung, diese ganzen Flüsse, welche dort stattfinden, bei so einem nahen Kampf. Richtung Klinki etc. sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Und jetzt, wo wir in Makivka sind, haben wir auch weitere Informationen von sehr verlässlichen russischen Quellen, welche behaupten, dass die Russen im nördlichen Teil von Makivka, welchen sie laut Informationen, welche wir nicht bestätigen können, weiter in den Westen vordringen, sowie im südlichen Teil weiter in den Süden vordringen. Visuell bestätigen können wir dies hier aber nicht aktuell. Dann Richtung Siversk, ziemlich viele Artillerieeinschläge konnten wir geolokalisieren, aber nach dem Durchbruch der Russen Richtung Iwano-Darivka wieder am dritten Tag weiterhin nicht viel mehr erhalten. Gucken wir mal Richtung Chasavyar und seitdem wir die Information bekommen haben, dass die Russen angeblich bis ungefähr zu diesem Punkt hier war das, glaube ich, mal dieses Gebäude ungefähr irgendwo hier durchgebrochen sind und die Stellung einnehmen konnten. Seitdem hat man nichts mehr gehört. Wir haben das Gebiet, also das Zentrum von Chasavyar, als eine Grauzone markiert auf unserer Karte, weil es einfach, es ist unklar, was jetzt dort passiert. Wir werden weitere Informationen abwarten. Wenn die Russen jetzt beispielsweise in den nächsten Tagen hier irgendwas bombardieren, dann wird es eher darauf schließen, dass dieser Angriff nicht stattgefunden hat. Und wir haben weitere Informationen, besser gesagt Videos erhalten, welche zeigen, dass in diesem Gebiet ziemlich viel Beschuss war, ziemlich viel Artillerie am Arbeiten war, viele FPV-Drohnen gearbeitet haben, aufgrund der ganzen Brände und sowie der Rauchentwicklung, welche hier stattgefunden hat. Hier haben die Russen allem Anschein nach versucht, auf den Kanal hier zu überqueren und diese Gebiete bereits einzunehmen. Jedoch scheint es nicht geklappt zu haben, wenn man das Video jetzt so guckt mit den ganzen Verbrennungen. Kann natürlich aber auch anders gewesen sein. Weitere Informationen liegen hier nicht vor. Dann kommen wir in die Richtung Toretsk. Und wir haben hier keine Veränderungen auf dem Boden. Wir kriegen einige ukrainische Berichte von der 405. OSB, welche behauptet, dass die Russen ziemlich viel also ziemlich viel reinstecken für diese Offensive Richtung Kharkiv. Alleine in den letzten 24 Stunden sollen knappe 13 FAB-250 Gleitbomben in Toretsk eingeschlagen sein. Auch die russische Artillerie arbeitet selbstverständlich aus diesem Gebiet. Die Russen haben einen ziemlichen Vorteil, und zwar, dass Golivka sich direkt kurz vor Toretsk befindet. Und so können sie immer Nachschub ziemlich einfach hier an die Front bringen und auch ziemlich viel Soldaten etc. hier in Golivka verstecken. Das haben sie generell gemacht, kurz vor der Offensive Richtung New York sowie Toretsk. Dann gucken wir in die Richtung New York und hier haben wir einen sehr interessanten Bericht erhalten von einer russischen Quelle, welche hier gezielt Soldaten der Ukraine anspricht, und zwar die Soldaten, welche sich hier in diesem weiß markierten Gebiet befinden. Und hier sollen laut den Russen zwei Bataillone sein. Und wenn ich sage zwei Bataillone bei der Ukraine, bei den Russen auch, aber bei der Ukraine ein bisschen mehr. Die legen nicht so viel Wert darauf, die Brigaden, Bataillone etc. aufzufüllen, sondern sie schaffen lieber weitere Brigaden. Somit haben wir dann beispielsweise Brigaden, welche mit 2.000, 3.000, 4.000 Mann rumlaufen, statt den nach dem NATO-Standard meistens 6.000 bis 8.000. Also dort immer nicht die Ursprungszahlen, nicht die Standardzahlen nehmen, sondern immer so
30% abschlagen mindestens. Und dann hat man ungefähr realistische Zahlen. Also zwei Bataillone, wir reden hier von ein paar hundert Leuten. Nicht von knapp 1500 bis 2000, sondern wir reden hier von ein paar hundert Leuten, von ein paar hundert ukrainischen Soldaten, welche sich in einer Art Kesselsituation hier aktuell befinden. Und hier schicken die Russen halt hähnisch so einen Gruß raus. Jo, viele Grüße, viel Spaß euch an diese zwei Bataillone, welche sich hier befinden. Das lässt halt darauf schließen, dass die Russen hier weiter in den Osten vorgedrungen sind und die Ukrainer jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier rauskommen. Die Russen müssen nicht dieses Gebiet hier komplett physisch besitzen. Es reicht schon, das zu kontrollieren mit den Maschinengewehrpositionen, wie wir es in Wovchansk gesehen haben. Das reicht völlig, um die Ukrainer, welche sich hier befinden, nicht mehr durchzulassen. Jedoch kann das auch eine Falschinformation sein und dann sieht die Geschichte natürlich auch anders aus. Deswegen immer mit Vorsicht genießen solche Meldungen, sage ich mal. Dann hatten wir auch eine ganz interessante Meldung aus der Richtung Awdijiwka. Zwischen Progress und Losowatzki haben die Russen einige ukrainische Soldaten in den Kessel, in einer Art Zangtaktik, in der Zangtaktik hier, entschuldige, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Hier haben die Russen, sind die Russen aus Losowatzki in den Süden vorgestoßen, sowie aus Progress in den Norden vorgestoßen und konnten die Ukrainer hier in eine Art Kesselsituation bringen, wodurch die Ukrainer danach in den Westen die Position verlassen mussten. So, jetzt haben wir es richtig. Entschuldigt bitte. Somit konnten die Russen die Felder zwischen Losowatzki und Progress jetzt hier komplett sichern. Dies bestätigen ukrainische sowie neutrale Quellen, welche auch das gleiche machen wie wir, also Mapper unter anderem Deep State und Sudak Maps. Die nächsten Ziele der Russen sind jetzt natürlich logisch. Wovche wird das nächste Dorf sein, welches die Russen angreifen, kurz nach dem Fortschritt Richtung Progress. Und danach wird es darum gehen, die Felder da zu sichern und zu kontrollieren. Hier werden wir wahrscheinlich nicht so eine Zangtaktik sehen, nicht so eine Einkesselung, weil die Russen haben aus dieser Richtung, aus der Richtung Jewgenivka, auch den Wowtscha-Fluss, welcher hier die Russen daran hindern wird, aus bestimmten Richtungen anzugreifen. Also werden die Russen allem Anschein nach hier konkret Richtung Wovche direkt angreifen. Auch haben wir weitere Informationen erhalten, weswegen wir die Karte angepasst haben. Und zwar bombardieren die Ukrainer mit den Artilleriegranaten den westlichsten Teil des Dorfes Jewgenivka, was halt darauf schließen lässt, dass die Russen diese Ortschaft komplett eingenommen haben aktuell. Ansonsten haben wir keine Informationen mehr aus diesem Gebiet. Dann Richtung, besser gesagt, zwischen Niewiejski und Pierwomajski konnten die Russen nach Monaten die Felder einnehmen und dies bestätigt eine ukrainische FPV-Drohnenaufnahme, welche wir hier geolokalisieren konnten. Auch Sulak Maps berichtet darüber, dass die Russen diese Felder hier schon eingenommen haben. Richtung Krasnagorivka, die Situation hatten wir intensiv gestern besprochen und jetzt zielen die ukrainischen sowie neutralen Mapper nach und bestätigen genau den gleichen Fortschritt, wie wir ihn auf unserer Karte hier markiert haben. Ja, aber sagen wir mal ungefähr gleich. Dann hatten wir gestern auch die Situation entlang der Felder südlich von Gerivka angesprochen. Hier hatte ich gesagt, dass die Russen einen erfolglosen Angriff gehabt haben. Und jetzt können wir die Situation ein bisschen besser einschätzen. Und zwar haben die Ukrainer ein Video veröffentlicht, wie die ukrainischen Artilleriegranaten hier die russischen Stellungen entlang dieser Waldlinie hier angreifen. Auf dem Video, welches geschnitten war, logischerweise, hat man gesehen, wie russisches Equipment zerstört wurde. Und somit haben wir geschlussfolgert, dass das ein erfolgloser Angriff war. Jetzt sehen wir aber, wie die Russen diese Waldpositionen hier besetzt haben und die Stellungen dort kontrollieren. Und auch andere Mapper haben die Karte angepasst und gesagt, dass diese zwei befestigten Stellungen der Ukrainer von den Russen eingenommen wurden, weswegen wir auch dann die Karte angepasst haben auf Grundlage dieser Geolokalisierung. Dann werden wir uns die Situation zwischen Wolodar und Konstantinivka angucken und ich werde wahrscheinlich diese Operation der Russen hier als ein gesamtes Bild betrachten von Wolodar bis Konstantinivka, weil das alles irgendwie miteinander zu tun hat und einhergeht. Die Operationen in Wolodar werden nicht ohne Abstimmung mit den Operationen in Konstantinivka laufen. Das wird aus taktischen Gründen hier nicht funktionieren. Auch hatten wir nach sehr langer Zeit wieder mal ein Video aus Konstantinivka geolokalisieren können und hier greifen die Russen mit dem TOS-1A den nördlichen Teil von Konstantinivka an. Sehr lange ist hier nichts passiert. Wir wissen, dass die Kämpfe im südlichen Teil stattgefunden haben, im östlichen Teil, sowie zwischen Paraskevivka und den Waldlinien, welche sich hier befinden. Dort gab es heftige Kämpfe, heftige Stellungskämpfe und seitdem war eigentlich gar nichts mehr da. Seitdem haben wir diese TOS-1A-Video geolokalisieren können. Und wir hatten die Situation in dem Gebiet ein bisschen genauer besprochen. Jedoch, ja, wie gesagt, werde ich das hier als ein Ganzes sehen, weil genau nachdem die Operation Richtung Wodjan und Wolodar angefangen haben, sehen wir auch wieder Aktivitäten in Kostantinivka und auch lassen die Felder, welche sich dazwischen befinden, vermuten, dass das hier wahrscheinlich zusammen
in einer Mission sich befindet, hier diese Gebiete einzunehmen. Wir reden hier immer noch von einer sekundären Frontlinie der Russen. Also das hat hier keine Priorität aktuell. Ja, okay, Volodarjane vielleicht jetzt schon. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wie intensiv die Russen hier angreifen und wie viel Personal sie und wie viel Equipment natürlich auch sie in dieses Gebiet transferiert haben, um hier die Offensivaktion anzugehen. Und ja, das war die einzige Meldung, welche wir aus diesem Gebiet hier haben. Die Russen greifen in Wodjane mit den FPV-Drohnen den nordwestlichsten Teil des Dorfes an. Ansonsten ist ja nichts weiteres passiert. Richtung Stara Majorsko Urajain haben wir auch nichts erhalten. Seitdem die Russen Stara Majorsko und Urajain eingenommen haben, sehen wir hier halt eine Art Pause der Russen. Das haben wir auch in Richtung Avdiivka gesehen, nachdem Avdiivka eingenommen wurde. Und danach haben die Russen ja Stück für Stück die Dörfer einzeln nacheinander erobert. Und jedes Mal gab es dann so ein paar Tage Pause und dann hat man weiter angegriffen, ein paar Tage Pause, weiter angegriffen, halt zum Neugruppieren, natürlich auch die Verluste wieder auffüllen, so wie die Situation halt bekunden, was passiert jetzt, wo sind die Ukrainer, was ist wo und dann braucht man natürlich auch teilweise Pausen. Und ich denke, das sehen wir jetzt auch in diesem Gebiet, falls dieser Frontabschnitt erstmal für die kommenden Monate nicht auch eingefroren wird. Richtung Rabotina, also in der Region Saporizhia und in der Region Cherson. Ja, hatten wir auch gestern im Video am Anfang besprochen. Dort gibt es nicht allzu viel. Und dann konnten die Ukrainer tief im russischen Territorium in der Nähe von Tokmak mit einer HIMARS-Rakete hier ein russisches Munitionsdepot sprengen und zerstören. Ansonsten wäre es das erstmal von dem Frontbericht und wir werden uns jetzt einige politische Nachrichten angucken und dann das Video beenden. Fangen wir an mit den kleineren Protesten, welche in der Ukraine aktuell stattfinden. Wir hatten in der Richtung Poltawa, also in Saporizhzhia und Odessa, einige Protestaktionen gesehen der Ukrainer. Dort ging es unter anderem als allererstes darum, dass die Elektrizität abgeschaltet wurde. Und das geht natürlich mit ziemlich viel einher. Die Kühlschränke arbeiten nicht. Das hat jemand letztens in die Kommentare richtigerweise reingeschrieben. Das natürlich, daran habe ich persönlich gar nicht gedacht, an so banale Sachen wie einen Kühlschrank. Toilettensysteme beispielsweise, Duschen, wenn da irgendwas auf Elektronik steht, das ist natürlich richtig Quatsch. Wenn das alles nicht funktioniert, dann das Essen aufbewahren. Die Supermärkte haben natürlich auch keine Elektrizität. Ob sie das mit Generatoren etc. antreiben, das weiß ich jetzt aktuell nicht. Das werde ich dann, denke ich mal, versuchen in Erfahrung zu bringen. Aber das hat schon einen riesen Rattenschwanz, der mitgezogen wird und das ist wirklich sehr unschön und da kann man schon verstehen, dass es Proteste gibt. Und diesbezüglich hatte die Ukraine jetzt auch eine Anfrage geschickt an die benachbarten Länder, dass diese dort doch bitte helfen können bezüglich der Energieversorgung. Jedoch werden wir hier einen kleineren Konflikt haben mit der Slowakei sowie mit Ungarn, weil die Ukraine hier den Gashahn abgedreht hat, in Anführungszeichen, und zwar gesagt hat, dass sie zwischen Russland und diesen zwei Staaten hier kein Öl mehr transferieren wird, weil die Pipelines lahmlegt. Das geht den Ungarn natürlich gewaltig gegen den Strich, so wie den Slowaken auch. Das werden die gar nicht für gutheißen, vor allem Fico und Orban, recht pro-russisch eingestellt, wenn man das so sagen kann, sage ich mal. Dann, ja, das werden die auf jeden Fall nicht für gutheißen. Was das für Konsequenzen mit sich ziehen wird oder ob das überhaupt Konsequenzen mit sich ziehen wird oder nicht, werden wir sehen. Schreibt mir doch gerne auch dazu eure Kommentare, eure Meinung bitte in die Kommentare, was ihr von der Situation haltet, ob ihr da ein bisschen besser informiert seid. Ich habe mich jetzt nicht so tief damit befasst, muss ich zugeben. Ich habe mir ein paar Meldungen durchgelesen, das war's. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Dann hatten wir auch weitere Proteste und zwar wurden in Odessa beispielsweise sowie in Kiew die Fahrzeuge des Militärs sowie der TZK angezündet. Die TZK, das ist die Behörde, die Abteilung der Polizei ist es, glaube ich, welche für die Mobilisierung zuständig ist. Also das sind die Leute, welche klingeln und sagen, jo, bitte mitkommen. Und die Mobilisierer in Anführungszeichen und dort brennen halt ab und zu Fahrzeuge. Wir sehen auch schon seit Monaten Proteste, wo die Bewohner von Dörfern dann alle rauskommen und denen erstmal ordentlich auf die Schnauze hauen. Das hatten wir alles schon gesehen, wo die dann blutig nach Hause wieder gefahren sind oder blutig zum Stützpunkt wieder gefahren sind und ohne irgendwen an die Front schicken zu können. Das hatten wir alles schon gesehen. Das werden wir in der nächsten Zeit auch mal. Das wird immer mehr und mehr stattfinden. Die Ukraine wird wieder mobilisieren müssen. Es war noch nicht allzu schlimm. Also das ist jetzt noch gar keine Panikmache oder so. Das soll man nicht so sehen. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Und ich würde mal sagen, die Ukraine hat, glaube ich, mit Schlimmeren gerechnet, was Protestaktionen aus der eigenen Bevölkerung angeht. Dann gab es auch weitere Angriffe der Russen mit den Schahid-Drohnen. In der Nacht hier wurden auch unter anderem 35 Shahid-Drohnen des Types 136131 abgefangen, sowie drei Iskander-M konnten nicht abgefangen werden, sowie zwei KH-59 wurden wohl durch die elektronische Kriegsführung Countermeasures, das kann man halt sehen, wie man will. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie damit meinen tatsächlich.
Also diese KH-59 sind nicht angekommen, die sind abgestürzt irgendwo, aber die drei Iskander-M sind irgendwo gelandet. Dort werden wir wahrscheinlich morgen weitere Informationen diesbezüglich erhalten. Das ist jetzt der zweite Tag, wo die Russen mit den Iskander angreifen. Ungewöhnlich hatten wir jetzt selten so gesehen. Und die Shahed-Drohnen sind natürlich dafür da, um die Luftverteidigungssysteme der Ukrainer hier zu überlasten. Dann kommen wir nochmal zu den Friedensverhandlungen ganz kurz. Und wir kriegen jetzt immer mehr Statements mit, von wegen, das hatten wir auch hier in den Videos mal besprochen gehabt. Zelensky hat mit dem, oder das Team von Zelensky hat mit dem Team von Trump geredet oder Zelensky mit Trump, ich weiß nicht mehr genau. Und dort hieß es, ja, alles gut, wird eine positive Stimmung nach außen getragen. Jedoch wissen wir ja, was die eine Seite fordert, was die andere Seite fordert, was der Westen fordert. Und das sind alles überall Zielkonflikte und da passt kein Stein auf den anderen. Und das kann nur Probleme geben von dem, wie sich die Leute einen Frieden vorstellen. Unter anderem, wie sich die Russen einen Frieden vorstellen, wie die Ukrainer sich einen Frieden vorstellen. Und die USA sind halt dazwischen und müssen irgendwie gucken, wie sie das hinkriegen. Der Westen ist mit den Waffenlieferungen sozusagen schon im Krieg drinne. Vielleicht nicht involviert nach Definition, aber der ist auf jeden Fall mit drinne. Und jetzt kommen diese Statements, was mich ein bisschen stutzig macht. Alles gut, wir werden das hinkriegen. Dieses Jahr, Ende des Jahres, wird die heißeste Phase des Krieges schon vorbei sein. Das kann alles möglich. Ich weiß nicht, also ich nehme das jetzt nicht so ernst. Dann hatten wir noch ein Statement von Klitschko, wo er sagt, dass Zelensky ein Referendum halten will, wird mit schmerzhaften Vereinbarungen, painful agreements mit Putin. Und ja, also das widerspricht sich alles so. Wir können ja mal kurz zusammenfassen. Die Ukraine möchte alles zurück. Alle Oblasten, welche die Russen hier besetzt haben, plus die Krim. Das wird nicht passieren. Und die Russen wollen halt noch zusätzlich die Region, die Oblast Cherson, die Oblast Saporischschja komplett haben und komplett Donetsk. Und aus der Richtung Kupjansk würden sie sich um einige Meter hier zurückziehen. Also, das sind Zielkonflikte, das ist unfassbar, wie das hier irgendwie gut dargestellt werden kann. Das frage ich mich hier tagtäglich. Schreibt mir doch auch gerne diesbezüglich eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten wäre es das von heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen immer eine diplomatische Lösung. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen.